Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich für euch mal wieder ein Sommerkleidchen mitgebracht für die kleinen Mäuse, vielleicht auch für euch. Es lässt sich wunderbar häkeln, ganz einfach. Auch das Muster ist ein wunderschönes, einfaches Muster und es lässt sich wirklich super einfach häkeln, ja. Ja, mit so ein paar Zipfeln hier unten dran sieht das richtig bezaubernd aus. Okay, ihr Lieben, alles, was ihr wissen müsst, was ich für Wolle genommen habe, was für eine Nadelgröße etc., findet ihr wie gewohnt unterm Video in der Infobox bzw. in der Beschreibung, gell, unterm Video. Ansonsten besucht mich gerne auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und ich freue mich natürlich über Fotos von euren fertigen Projekten. Okay, ihr Lieben, dann sage ich mal, los geht's und wünsche euch viel Spaß. So, meine Lieben, wir benötigen 96 Luftmaschen. Und für diese Größe und würde sagen, los geht's erstmal. 96 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen das dann zu einem Ring schließen, zu einem Kreis schließen. 5 haben wir schon gehäkelt. Jetzt gehe ich hier vorne einfach hier rein. Hol mir die Schlaufe wieder auf die Nadel. So, so sieht es jetzt aus. Und dann mache ich hier weiter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und 96. So, wir haben jetzt 96 Maschen aufgenommen. Jetzt gehen wir mit der letzten Masche, gehen wir hier durch, wo wir am Anfang rein sind, damit wir eine gerade Fläche haben, ja? Damit uns das nicht verdreht. So. So, dann macht ihr eine steige Luftmasche, Umschlag. Jetzt geht ihr in die erste Masche, in die erste freie Masche hier, holt euch den Faden und ihr habt 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und alle 3 mit einmal abhäkeln, das heißt wir häkeln halbe Stäbchen. So, das war das erste halbe Stäbchen. Wir sind jetzt am Rückenteil, ja, aktuell am Rückenteil. Wir zählen jetzt, häkeln jetzt 13 halbe Stäbchen. So, 1 haben wir. Dann gehen wir in die nächste Masche. 2, 3, 4, So, und die 13. Masche, das ist die Hälfte vom Rückenteil. Wir haben jetzt 13 halbe Stäbchen gehäkelt, das ist die Hälfte vom Rückenteil. So, jetzt haben wir die erste Ecke. Die erste Ecke heißt, wir machen Umschlag, wir gehen in die nächste freie Masche, häkeln ein halbes Stäbchen.
Dann machen wir drei Luftmaschen Umschlag. Wir gehen nochmal in dieselbe Masche und häkeln ein weiteres halbes Stäbchen. So, jetzt sind wir um die Ecke gegangen. Wir sind quasi jetzt an dem Teil, was über der Schulter hängt, ja? So, und da häkeln wir jetzt 20 halbe Stäbchen. Also 20 halbe Stäbchen. Eins, zwei. So, und da haben wir jetzt 20 halbe Stäbchen. Nochmal nachzählen. Nicht die Ecke hier mitzählen, also die lassen wir weg, hier das eine, gell? Sondern hier ab hier zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl. Und das ist das, was über der Schulter hängt. Ja? Okay. So, jetzt kommt die nächste Ecke. Umschlag. Wir nehmen uns jetzt wieder die nächste freie Masche. Nächste freie Masche. So, das ist hier. Da sticht ihr ein. Faden holen, halbe Stäbchen häkeln, drei Luftmaschen und noch ein halbes Stäbchen in dieselbe Masche, also in die Ecke. So, dann sind wir jetzt rumgeswitcht von Schulter, ja, von Schulter auf das Vorderteil. Beim Vorderteil brauchen wir jetzt 26 halbe Stäbchen, also Umschlag. Nächste freie Masche. Und halbes Stäbchen. Das erste halbe Stäbchen vom Vorderteil. Dann das zweite halbe Stäbchen. Das dritte halbe Stäbchen. Fünfundzwanzig und 26. So, 26 halbe Stäbchen für das Vorderteil. Die nächste Ecke heißt halbe Stäbchen, drei Luftmaschen, halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Haben wir die nächste Ecke. Und jetzt sind wir wieder bei der Schulter. Da brauchen wir wieder 20 halbe Stäbchen. So, und wir fangen mit dem ersten natürlich an. Eins, zwei.
So 19 und 20. Und die nächste Ecke. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und halbes Stäbchen. In dieselbe Masche. So, und dann haben wir hier noch 13 Stäbchen zu häkeln. So, jetzt müsst ihr aufpassen, dass es nicht verdreht ist. Ja, wir haben jetzt hier oben das der Rücken, hier sind die Schultern. Ja, hier das hängt über den Schultern und das ist das Vorderteil. So muss es da liegen und dann geht ihr hier in die erste Masche. Die erste Masche. Und macht eine Kettmasche. So, und dann haben wir die erste Runde geschafft. So, weiter geht's. Wir machen hier eine Steigeluftmasche. Wir machen einen Umschlag. Und wir gehen hier in die nächste Masche. Und häkeln wieder halbe Stäbchen. In jedes halbe Stäbchen der Vorrunde kommt jetzt wieder ein neues halbes Stäbchen. So, das sind wieder die 13 halben Stäbchen wie eben, also wie am Anfang, ja, vom Rücken. So, jetzt sind wir hier bei der Ecke. So, und jetzt erweitert wir das quasi immer, wenn wir hier von der Ecke in das halbe Stäbchen stechen. Da haben wir jetzt nicht mehr 13 halbe Stäbchen, sondern 14 halbe Stäbchen. Ups. So. So sieht es aktuell aus. Das ist die Hälfte des Rückenteils, gell? Die andere Hälfte kommt ja dann hier zum Schluss. So, jetzt haben wir das eine halbe Stäbchen hier von der Ecke gehäkelt. Jetzt geht ihr wieder in die Ecke, häkelt ein halbes Stäbchen, zwei, drei Luftmaschen und dann nochmal ein halbes Stäbchen in die Ecke. So, dann habt ihr hier ja das eine halbe Stäbchen, das müsst ihr natürlich gleich noch mit häkeln. So, ihr geht also hier vorne gleich rein. So, und halbes Stäbchen häkeln. Und dann in jedes weitere halbe Stäbchen wieder ein halbes Stäbchen. Bis zur nächsten Ecke. Also jetzt erstmal in jedes halbe Stäbchen ein neues halbes Stäbchen. So, wir sind jetzt schon wieder an der nächsten Ecke. Haben wir schon ein halbes Stäbchen gehäkelt. Und dann gehen wir jetzt hier wieder in die Ecke, halbes Stäbchen, Luftmaschen und noch ein halbes Stäbchen in die Ecke. So, und dann geht ihr hier zum nächsten halben Stäbchen. Guckt, das hier ist wirklich hier das nächste halbe Stäbchen. So, und häkelt wieder über jedes halbe Stäbchen ein neues halbes Stäbchen.
So, wir sind an der nächsten Ecke. Einmal halbes Stäbchen, die Luftmaschen, 2 bis 3 Luftmaschen. In dieselbe Ecke nochmal ein halbes Stäbchen. So, dann gucken, hier ist das nächste halbe Stäbchen, wo wir einstechen müssen. Ja, überseht das nicht. So, und dann kommt wieder über jedes halbe Stäbchen ein neues halbes Stäbchen. So, und am Ende der Runde natürlich hier in die erste Masche und mit Kettmasche schließen. So sieht es aktuell aus. So, das hier Vorderteil, gell? Das sind die Seiten, wo das über die Schulter hängt. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. So, so ist das Kleidchen dann, ne? Hier wird es dann später quasi zusammengefasst. Ja, das wären hier die Armausschnitte und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, häkeln wir noch eine Weile. Ich bin dann wieder da und zeige euch gleich, wie viel rein ich gehäkelt habe. Aber ich denke mal so 5 bis 8 Runden müssen wir auf jeden Fall häkeln. Ja, 5 bis 8 Runden und dann bin ich gleich wieder da. So, ihr Lieben, dann haben wir, also ich finde, es ist genug an Runden gehäkelt. Das wären dann die Trägerchen. Ja, so, und wir häkeln jetzt im Prinzip, wenn wir das so zusammen häkeln wir jetzt hier weiter, ja, also das ist der Brustkorb dann, ja. Hier müssen wir das jetzt verbinden mit ein paar Luftmaschen, damit der Armausschnitt auch groß genug ist, sonst passt das wunderbar. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht, beziehungsweise erstmal, wie viel rein ich gehäkelt habe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Runden gehäkelt und das ist aber ausreichend, ja? Okay, ihr Lieben, so, kommen wir zu der nächsten Runde. Wir häkeln jetzt erstmal ganz normal, wie eben auch, hier rüber, bis wir hier in dieser Luftmasche sind, beziehungsweise an der Ecke, ja? Also wir starten hier wieder mit einer Steigeluftmasche und los geht's mit halben Stäbchen bis zur ersten Ecke. So, jetzt sind wir hier an der Ecke und wir legen uns das hier, das ist das Rückenteil, ja, hier haben wir ja mittig angefangen, legt euch das jetzt hier so drüber, sodass Ecke hier Ecke auf Ecke liegt. So, das hier ist der Armausschnitt. Das ist ein bisschen eng für die Größe. Und deswegen häkeln wir jetzt hier noch Luftmaschen. Dafür gehen wir mit Umschlag erstmal in die Ecke. Und wir häkeln ganz normal noch ein halbes Stäbchen. So, dann häkeln wir, ich würde sagen 15, 1, 2, 3, 15 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann wird das hier verbunden, das wäre der Armausschnitt. Ich denke mal, der ist groß genug. So, wir haben jetzt 15 Luftmaschen und gehen jetzt hier drüben zu der nächsten Ecke. Und die dreht ihr euch mal, weil wir müssen jetzt hier weiter häkeln. Umschlag. Und ihr geht in die Ecke und häkelt ein halbes Stäbchen. So, und verbindet die Ecken miteinander. So, jetzt haben wir das ja gedreht. Hier ist unsere Luftmaschenkette mit den 15 Luftmaschen. Das hier ist der Armausschnitt jetzt. Ja. Jetzt häkeln wir am Vorderteil lang. So,
Umschlag. Und jetzt häkelt ihr in jeder Luftmasche, in jedes halbe Stäbchen ein neues halbes Stäbchen. So, hier vorne fangen wir an. Da kommt schon das halbe Stäbchen und dann über jedes halbe Stäbchen ein neues Stäbchen bis zur Ecke rüber. So, und wir sind jetzt an der nächsten Ecke. Ich lege es euch noch mal hin. Moment. So. So, hier haben wir ja schon angehäkelt für den Armausschnitt. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da gehen wir hier auch in die Ecke mit einem halben Stäbchen. Jetzt zählen wir wieder 15 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wir gehen jetzt, ihr nehmt euch das jetzt so hier und ihr dreht euch das. Wir müssen rüber hier auf diese Seite. So, und da ist ja die Ecke noch frei. Umschlag. Und dann geht ihr in die Ecke und häkelt es mit einem halben Stäbchen an. Diese Luftmaschenkette, gell? So. Und dann häkeln wir das Rückenteil jetzt noch fertig. So, vergesst nicht, hier ist das erste halbe Stäbchen. So, und dann über jedes noch eins drüber, bis wir am Rücken, an der Rückenmitte sind. So, dann sind wir hier am Ende auch angekommen und machen da unsere Kettmaschen. So. So, und dann haben wir hier, so, hört's, unseren Anfang vom Kleidchen gemacht. Hier ist der Armausschnitt, der ist jetzt auch wirklich groß genug. Und jetzt häkeln wir eine runde halbe Stäbchen. Und, jetzt häkeln wir eine runde halbe Stäbchen, natürlich in jedes Stäbchen ein neues halbes Stäbchen. Und wenn ihr hier angekommen seid, brauchen wir natürlich in jeder Luftmasche ein halbes Stäbchen. Das heißt, wir brauchen 15 halbe Stäbchen nur alleine hier an der Luftmaschenkette. Und dann einfach hier drüben weiter in jedes ein halbes Stäbchen. Und wir starten mit einer Steigeluftmasche und gehen auch gleich hier jetzt in die erste rein und häkeln halbe Stäbchen. So, jetzt sind wir hier an der Luftmaschenkette angekommen. Natürlich Umschlag und wir gehen in die erste Masche, halbes Stäbchen. In die nächste Masche. Ups. Dann wird so. So, zweite. Dritte. Und da haben wir jetzt 15 halbe Stäbchen gehäkelt. Und dann hier ganz normal wieder weiter, über jedes Stäbchen ein neues. So, dann haben wir die Runde auch geschafft. Wieder vorne in die erste Masche und Kettmasche. So.
Dann haben wir das mit den Armausschnitten. Im Prinzip hier. Genau. So, und dann häkeln wir hier einfach rum. Und dann zeige ich euch mal, wie das Muster aussehen muss. So, meine Lieben, wir häkeln jetzt noch 3 bis 5 Runden von den halben Stäbchen. Und dann kommen wir zu dem Muster. Für das Muster selber brauchen wir eine Maschenanzahl, die durch 4 teilbar ist. Das heißt, wenn ihr jetzt die Maschenanzahl noch nicht habt, die durch 4 teilbar ist, könnt ihr das wunderbar aufstocken, während ihr die 3 bis 5 Runden häkelt. Ja? Ist eigentlich nichts wie so anders als sonst auch. Also wir müssen halt eine Maschenanzahl zum Schluss haben, die durch 4 teilbar ist, damit wir das schöne Muster dann häkeln können. Okay, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, häkeln wir erstmal unsere halben Stäbchenrunden noch. So, ich habe jetzt meine Runden gehäkelt. Ich habe jetzt mal schon mit einer anderen Farbe noch eine Runde halbe Stäbchen gehäkelt und zeige euch jetzt, wie wir das Muster häkeln. Wir brauchen für den Anfang 5 Luftmaschen. Umschlag und wir gehen nochmal in dieselbe Masche, wo wir beendet haben hier. Einstechen und ein Stäbchen häkeln. So, dann lasst ihr eine Masche frei, macht einen Umschlag, eine Masche frei lassen, übernächste einstechen, Stäbchen häkeln. Dann wieder eine Masche frei lassen, ins nächste, Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Umschlag, eine Masche freilassen, übernächstes Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Umschlag, eine Masche freilassen, übernächstes Stäbchen, häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. So sollte es aussehen. Das machen wir die ganze Runde. Vergesst nicht, eine Masche immer frei zu lassen. So, nach dem Dreieck eine freilassen, kommt ein einzelnes Stäbchen. Dann wieder eine Masche freilassen, dann kommt wieder das Dreieck. Das besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in derselben Masche. Dann wieder eine freilassen, übernächste einstechen, ein einzelnes Stäbchen. Dann wieder eine Masche freilassen, übernächstes Stäbchen, Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann wieder ein einzelnes Stäbchen, wir lassen eins frei, gehen in die übernächste Masche und häkeln ein einzelnes Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde und am Ende der Runde bin ich wieder da. So, die Runde haben wir rum, dann gehen wir hier in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens und machen eine Kettenmasche. So, kommen wir zur nächsten Reihe oder Runde. Jetzt haben wir ja hier unser Dreieck, da geht ihr nochmal in das Dreieck, holt den Faden, macht eine Kettmasche. So, und jetzt macht ihr 3 Luftmaschen, das ist Ersatz für das erste Stäbchen, Umschlag, ihr geht wieder in das Dreieck, in das erste, Faden holen und Stäbchen häkeln. Dann macht ihr 2 Luftmaschen, Umschlag und ihr geht nochmal in das erste Dreieck und häkelt nochmal 2 Stäbchen in das Dreieck. So, dann macht ihr einen Umschlag. Jetzt haben wir hier das einzelne Stäbchen. Passt auf, dass ihr nicht hier drum häkelt, sondern hier das einzelne zwischen 2 Dreiecken. Ja?
Da geht ihr habt dann Umschlag, geht von vorne hinter dem Stäbchen lang, kommt an der Seite raus, Faden durchziehen und Stäbchen häkeln. Also da häkeln wir vordere Reliefstäbchen. Okay, dann wieder Umschlag. Jetzt gehen wir zum nächsten Dreieck. Einstechen, zwei Stäbchen häkeln. Dann zwei Luftmaschen. Und nochmal zwei Stäbchen in das Dreieck. Dann Umschlag. Guckt wieder, hier ist ein Dreieck und hier ist ein Dreieck. Da ist das einzelne Stäbchen. Umschlag und wir häkeln ein vorderes Reliefstäbchen um das einzelne Stäbchen. Dann wieder Umschlag, gehen zum nächsten Dreieck. Da häkeln wir zwei Stäbchen rein, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in das Dreieck. Und dann wieder zum einzelnen Stäbchen. Da häkeln wir wieder ein vorderes Reliefstäbchen drum. So, und da haben wir die Runde auch geschafft. Wir beenden hier vorne in der dritten Luftmasche mit einer Kettmasche. So, dann switchen wir rüber zum nächsten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und wir häkeln drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Hier in diesen Zwischenraum, also in das Dreieck, häkeln wir wieder zwei Stäbchen, dann zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen in dasselbe Dreieck. Und ein Stäbchen hier daneben liegend in das Stäbchen. So, wir haben jetzt hier also drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Umschlag. Und wir gehen hier wieder beim einzelnen wieder als vorderes Reliefstäbchen. Häkeln wir ein vorderes Reliefstäbchen. Dann Umschlag. Das Stäbchen lassen wir frei. Wir gehen in das hier oben rein. Häkeln ein Stäbchen. Dann in das Dreieck häkeln wir zwei Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in das gleiche Dreieck. Und ein Stäbchen kommt noch hier über das Stäbchen, was folgt. Ja, also hier über das Stäbchen noch ein Stäbchen häkeln. Und dann wieder beim einzelnen Stäbchen ein vorderes Reliefstäbchen. So. So sieht das aus. Einmal noch zeigen. Umschlag. Wir haben hier zwei Stäbchen. Das erste lassen wir frei. Wir gehen ins zweite, häkeln da ein Stäbchen. Dann in das Dreieck hier zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in das Dreieck. Und jetzt haben wir hier wieder die zwei Stäbchen und da häkeln wir hier gleich in das, was kommt, noch ein Stäbchen. Und dann haben wir wieder unser einzelnes Stäbchen hier. Da machen wir wieder ein vorderes Reliefstäbchen. Also wie gezeigt, ein einzelnes Stäbchen kommt hier über das zweite Stäbchen bei dem Dreieck hier, ja. Dann zwei Stäbchen in den Zwischenraum, zwei Luftmaschen, nochmal zwei Stäbchen in den Zwischenraum und ein Stäbchen hier über das Stäbchen, was kommt. Und dann das vordere Reliefstäbchen. Das machen wir die ganze Runde. So, ich habe da mal ein bisschen vorgehäkelt.
So, erstmal die Runde beenden. Da seht ihr wenigstens jetzt schon mal, wie es aussieht. Wir enden natürlich immer in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchen mit Kettmascher. So, ich habe jetzt hier schon mal 9 Runden mit den 3 Stäbchen gehäkelt. Ja? Also hier sieht man es, glaube ich, noch besser. So, wir haben ja immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Ne? Das hat man ja hier unten angefangen. Und da habe ich jetzt insgesamt mit den 3 Stäbchen, ja, 9 Runden gehäkelt. So, jetzt häkeln wir noch eine Runde 10. So, und wir switchen rüber. Wir gehen hier erstmal in die nächste, ins nächste Stäbchen. Machen Kettmasche und dann gehen wir hier auch noch in das nächste Stäbchen Kettmasche. So, hier häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen, Ersatz für das erste Stäbchen und hier in das Dreieck kommen wieder die 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 weitere Stäbchen in das Dreieck. Und ein Stäbchen kommt hier in das Stäbchen, was gleich darauf folgt. Ja, da kommt auch ein Stäbchen. So, und da haben wir wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, dann machen wir hier unsere Reliefstäbchen. So, und wir gehen rüber zu den nächsten Stäbchen hier. Da geht ihr als erstes hier in dieses Stäbchen, was das Dreieck quasi umschließt hier. Die beiden Stäbchen, dieses und dieses, müssen wir behäkeln, ja? Also hier kommt jetzt ein Stäbchen rein, in das Dreieck 2 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen und nochmal ins Dreieck 2 Stäbchen und ein Stäbchen über dieses Stäbchen, was folgt. So, und dann macht ihr einen Umschlag und geht rüber zum Reliefstäbchen. Und dann seid ihr schon wieder bei den nächsten dreien. Erste Stäbchen kommt hier über dieses Stäbchen. Also wir lassen die ersten beiden frei. Im dritten ein Stäbchen. Dann kommen in das Dreieck 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in das Dreieck. Und ein Stäbchen auf das oder in das über das Stäbchen, was folgt. So. Und dann einfach wieder Umschlag und ein Reliefstäbchen. Das macht ihr, wie gesagt, insgesamt 10 Runden. 10 Runden. Ja, also wir haben hier unten. Hier ist das erste Mal mit 3 Stäbchen. Ja? Dann haben wir hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin jetzt in der 10. Runde. Und wenn ich die 10. Runde gehäkelt habe, bin ich wieder da und zeige euch dann die 11. Runde, die wir dann auch wieder 10 Runden lang häkeln. Ja? Okay, ihr Lieben. Dann, ja, bis gleich. So, und da habe ich jetzt hier die 10 Runden geschafft. Ende natürlich in der 10. Runde auch in der dritten Luftmasche meines Ersatzstäbchens. So, dann haben wir hier 10 Runden A3 Stäbchen gehäkelt und jetzt erhöhen wir das nochmal auf 4 Stäbchen. Das heißt,
Nach der 10. Runde mit den 3 Stäbchen switchen wir rüber hier in das mittlere Stäbchen der 3 mit einer Kettmasche. So, fangen hier an mit 3 Luftmaschen, Umschlag. Dann hier in das Stäbchen kommt ein neues Stäbchen. Dann in das Dreieck kommen 2 Stäbchen. Und dann kommen 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in das Dreieck. So, und hier in die beiden Stäbchen kommt auch jeweils ein neues Stäbchen. Dann switcht ihr wieder rüber zum Reliefstäbchen, ein Reliefstäbchen häkeln und dann seid ihr hier wieder bei den Dreierstäbchen und da fangt ihr an mit Stäbchen in einen der, also hier haben wir ja 3 Stäbchen, 1, 2, 3, im mittleren fangt ihr an, einstechen und Stäbchen häkeln. Dann auch ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. Dann im Dreieck 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen ins Dreieck und 2 Stäbchen oder jeweils ein Stäbchen in die kommenden 2 Stäbchen. Und dann wieder ein Knötchen. So. Und dann wieder ein Reliefstäbchen. So. Und das wird auch wieder ganz runde gemacht. Hier seht ihr jetzt, haben wir jetzt 4 Stäbchen auf jeder Seite. Hier sind die 2 Luftmaschen und dann immer von solchen vorderen Reliefstäbchen umrandet. Ja? Okay, nochmal zeigen. Ihr fangt an in dem mittleren Stäbchen der ersten 3 Stäbchen. Häkelt ihr das erste Stäbchen, dann in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Dann haben wir das Dreieck. Da häkelt ihr 2 Stäbchen rein. Dann kommen 2 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen ins Dreieck. Und dann hier nochmal jeweils ein Stäbchen. So. Und so. Und dann wieder das Reliefstäbchen. So, und das machen wir auch wieder, wie gesagt, 10 Runden und dann müssten wir schon die Länge des Kleidchens erreicht haben. So. Da haben wir die erste Runde geschafft. Auch da, wie gesagt, die erste Runde von den 4er Stäbchen. 4er Stäbchen Set. Und beenden in der letzten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. So. Das ist die erste Runde, 9 müssen wir noch. Das heißt, wir switchen jetzt von Stäbchen zu Stäbchen. Also wir switchen rüber und wir switchen auch noch zum nächsten. Und das müsst ihr dann bei jeder Runde so machen. So, und jetzt sind wir ja in diesem vorletzten von den 4 quasi drin. Da machen wir jetzt 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen, gehen dann hier in das nächste Stäbchen, häkeln ein Stäbchen und dann kommen noch 2 Stäbchen in das Dreieck. 1 und ein zweites Stäbchen. So, dann wieder 2 Luftmaschen,
dann wieder hier ins Dreieck zwei Stäbchen noch. Und dann noch die zwei Stäbchen in die nächsten, über die nächsten Stäbchen hier. Sodass wir wieder vier Stäbchen haben, also vier Stäbchen, zwei Luftmaschen, vier Stäbchen. Ja? So, dann wieder rüber zum Reliefstäbchen. So, und jetzt müsst ihr nicht mehr switchen, jetzt geht ihr halt gleich hier 1, 2 ins dritte Stäbchen. Stäbchen häkeln, dann ins nächste noch ein Stäbchen, dann zwei Stäbchen ins Dreieck. Zwei Luftmaschen. Nochmal zwei Stäbchen ins Dreieck und zwei Stäbchen in die kommenden zwei Stäbchen. Und wieder Reliefstäbchen. Upsala. So sieht's dann aus. So, okay, aber jetzt häkeln wir erstmal, wie gesagt, insgesamt 10 Runden. Eine haben wir, die zweite haben wir gerade angefangen. Und dann erstmal weiter viel Spaß beim Häkeln. So, okay, wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal die Farbe gewechselt. Das müsst ihr aber nicht, das ist ja jedem selbst überlassen. So. Ich hatte ja gesagt, wir häkeln 10 Runden mit den Vierer-Stäbchen. Ich habe jetzt schon mal 12 gehäkelt, weil die Länge einfach noch nicht erreicht ist, die wir benötigen. So, jetzt werden aber noch einmal Stäbchen hinzugefügt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da switchen wir auch einfach nur jetzt hier rüber über dieses Stäbchen. Ja, also wir haben hier die vier Stäbchen und wir switchen rüber zu dem zweiten. Hier im ersten sind wir drin und hier zum zweiten gehen wir rüber mit einer Kettmasche. So, jetzt macht ihr hier drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Häkelt in die kommenden zwei Stäbchen jeweils ein neues Stäbchen und in unser Dreieck auch wieder unsere zwei Stäbchen. Dann kommen wieder unsere zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, wieder ins Dreieck, wie gehabt. So. Und dann häkeln wir noch drei Stäbchen in die kommenden Stäbchen. Also nochmal drei Stäbchen, jeweils ein Stäbchen über ein Stäbchen. So, das zweite und das dritte. Ja, dann wieder ganz normal hier unser vorderes Reliefstäbchen. Und hier beim nächsten, hier seht ihr die vier Stäbchen. Das erste lasst ihr frei, ins zweite stecht ihr ein und häkelt da das erste Stäbchen. Dann ins nächste das zweite Stäbchen, über das nächste Stäbchen das dritte Stäbchen und ins Dreieck noch zwei weitere. Dann wieder zwei Luftmaschen und nochmal ins Dreieck zwei Stäbchen dann ins erste Stäbchen ein neues Stäbchen, ins nächste Stäbchen ein neues Stäbchen und auch ins nächste ein neues Stäbchen. So, dann wieder unser Reliefstäbchen. So, ich habe jetzt die Länge erreicht. So, ich habe jetzt hier von den Fünfern, mal gucken,
Vier, eins, zwei, drei, vier Runden gehäkelt, das reicht. Also da habe ich die richtige Länge erreicht. Und jetzt mache ich die Abschlussrunde, mache eine Steigeluftmasche und gehen hier gleich in die erste Masche mit Umschlag, Entschuldigung, also Umschlag in die erste Masche und häkel ein halbes Stäbchen. Dann wieder Umschlag in die nächste Masche, halbes Stäbchen. Und wieder Umschlag, nächste Masche, halbes Stäbchen, Umschlag, nächste Masche, halbes Stäbchen. So, wir sind hier bei unserem Dreieck. Da häkeln wir auch zwei halbe Stäbchen rein. Machen zwei Luftmaschen und nochmal zwei halbe Stäbchen. So, dann über jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. So. Und dann sind wir hier bei unserem Reliefstäbchen. Da machen wir auch eins drumherum. Also machen wir auch ein Reliefstäbchen. Und so würde das dann aussehen. Jetzt machen wir quasi weiter wieder in jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. An der Ecke hier wieder zwei halbe Stäbchen in die Ecke, zwei Luftmaschen und zwei halbe Stäbchen in die Ecke. Dann wieder hier in jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. So, und dann sind wir wieder bei unserem Reliefstäbchen hier. Da machen wir auch ein Reliefstäbchen von vorne wieder drum. Und wir switchen zum nächsten Stäbchen, das wäre hier, und häkeln wieder halbe Stäbchen. Machen wir die ganze Runde und dann bin ich wieder da. So, meine Lieben, ich habe das Kleidchen fertig. Was ich noch gemacht habe, mit festen Maschen einfach mal den Armausschnitt noch umrandet mit derselben Farbe wie hier vom Kleidchen und auch den Halsausschnitt noch mal umrandet mit festen Maschen und auch die Spitzen hier unten. Ja, ich fand, das sieht einfach hübsch aus. Ihr müsst das natürlich nicht machen, wenn euch das ohne der Umrandung besser gefällt. Dann einfach so lassen, ja? Ansonsten, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, das Kleidchen zu häkeln. Und ja, ich sage danke fürs Schauen. Hoffe, wie gesagt, auch ihr hattet genauso viel Freude dabei beim Nachhäkeln und würde mich natürlich über ein Foto freuen, wenn ihr mir eins senden möchtet, ja? Okay, ihr Lieben, dann sage ich, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss.